Wir dachten, die Befreiung von Paris bringt uns schneller wieder heim. Aber der Ärger fängt gerade erst an. Wir kämpfen nun in einer Stadt, Aachen. Die Krautfresser halten aus gutem Grund daran fest. Wir bohren ein Loch durch ihre Westgrenze. Davis schickt uns nach vorn, Block für Block, Haus für Haus. Er nennt es alle ausschalten. Turner und Pearson sind sich uneins, seit wir hier sind. Der Stress belastet uns alle. Ich hab den Eindruck, Schwäche gibt es hier gar nicht. Nur weiter so, sie werden's bereuen. Ich sag ja nur, Zeit für mehr Blut und Kämpfe. Wenn ich den Befehl gebe, ist das die verdammte Mission! Hey, machen Sie voran! Wir müssen bei Einbruch der Nacht da sein! Hey, der lag hier rum. Das ist von deiner Frau. Du sollst meine Sachen doch in Ruhe lassen. Welcher Trottel lässt einen Liebesbrief ungeöffnet? Das ist vielleicht ein Abschiedsbrief. Lies die Anschrift. Sie schreibt Daniels, nicht Red. Ohne Grund ist niemand so förmlich. Ich sag's ungern. Ich glaub, sie macht Schluss. Aber hey, vielleicht ist das Schrödingers Brief. Weißt du, solange er zu ist, gehört sie noch dir. Au! Das ist der Schrödingers Brief. Was? Stimmt mit Ihnen? Das hört sofort auf! Wir greifen das Stadttheater um 0:37 an. Jeder stößt mal an sein Limit. Einfach jeder. So oder so. Ich muss dran glauben, dass du mich noch liebst, wenn ich das durchstehen soll. Na los, na los! Kommen Sie, Daniels! Daniels! Ich hab dich! Die Köpfe runter! Gott verdammt, wir schlagen sie und sie stehen wieder auf! Wir können den Platz nicht mehr lange halten! Die Artillerie ist auf dem Weg, maximal 10 Minuten, sagen sie! Könnten auch 10 Stunden sein! Lieutenant, wir brauchen sofort Panzerunterstützung! Panzer schützen unsere Flanke! Sie jetzt, ich muss nachdenken, Gott verdammt! Wir haben keine Zeit zu finden! Luke Daniels, Sie und Herr Yellow gehen mit Pearson für die Anforderung! Bewegung! Alles klar, geht hier! Daniels, rüber zum Feldtelefon! Feldtelefon! Bin unterwegs! Auf Linie 2. Over! Verstanden. Aber das lässt unsere Flanke ungeschützt. Bewegen Sie trotzdem schnell. Zieht Ihre Arsche her. Verstanden. Wir arbeiten dran. Und beeilen Sie sich. Diese Packs reißen uns in Stücke. Over und out! Herr Männer, wir begeben uns zum Stadttheater. Das erste Platoon braucht uns. Feindpositionen unbekannt. Wechsel zu Funkgerät und Sprechanlage. Funkgerät eingeschaltet. Grabs, wir drehen nach rechts und fahren zum Theater. Alles klar, verstanden, Perez. Abrams, cool. Sie warten hier mit dem zweiten Platoon und decken die Flanke, bis wir zurück sind. Bestätige. Verstanden, Perez. Wachsam bleiben und auf Infanterie mit Fenstern achten. Okay, Grabs, Bewegung. Sicher anders. Panzer schlägt rum! Alle nach! Bereit machen zum Feuer! Krautinfanterie einen Block weiter! Schusswechsel! Sie greifen unsere Jungs an! Feuer freigegeben!
Gerade noch! Getroffen!
Rauf, wo der Tiger herkam. Das Theater liegt hinter der Steigung. Deckboot 227 und Villain. Wir halten das nicht mehr lange aus. Villain am Deckboot 227. Rapson hat's erwischt. Nur noch wir sind übrig. Sind auf dem Weg. Wir danken für die Hilfe, Sir. Deckwood White, Ende. Gut, Perez hält die Stellung am Theater und deckt unsere Flanke. Wir müssen ohne Panzerunterstützung zum Hotel Allendorf vorrücken. Bewegung! Okay, dann mal los. Das Hotel ist seit Wochen eine Nazi-Festung. Wir müssen es einnehmen, um die Stadt zu erobern. Das wäre viel einfacher, wenn wir ein paar Panzer hätten. Perez muss die Position halten. Wir sind hier die Speerspitze, Private. Die Fenster achten. Die Fassaden im Auge behalten. Irgendwas stimmt nicht. Es ist zu ruhig. Wachsam bleiben. Ruhig bleiben. Deckung suchen. MG, runter von der Straße! Vorrücken und nach einer Lücke suchen! Daniels, räumen Sie den Weg mit Ihrem Werfer frei. Zurück. Weiter!
Wo sind sie? Immer weiter! Sind sie blind? Keine Feinde in Sicht. Truppen! Sie kommen aus dem Westen! Ich sehe Feind! Okay, wir sind sicher. Wachsam bleiben! Da ist sie. Letzte Verteidigung der Deutschen. Daniels, los, untersuchen! Ja, Sir. Es kommt mir so still vor. Bestimmt ist das kein gutes Zeichen. Daniels, was sehen Sie? Der Himmel ist ruhig. Unsere Bomber sind wohl fertig. Machen Sie Sightseeing, Private? Was gaffen Sie denn da an? Ich sehe das Hotel. Keine Truppen auf dem Balkon. Ich sehe auch sonst nirgends irgendwen. Sie sind bestimmt drin. Sie werden sich verschanzt haben. Sie setzen alles auf diesen Ort. Dann sollten wir ohne allzu viel Widerstand herankommen können. Aber wenn wir zum Hotel kommen, müssen wir aufs Schlimmste gefasst sein. Wir müssen erst das Wohnhaus einnehmen. Könnte voller Deutscher sein. Wir durchsuchen es, um uns abzusichern, dann weiter zum Hotel. Aufstellen! Daniel, Sussman, gehen Sie vor! Los jetzt! Wachsam bleiben! In diesen Wohnungen könnten überall Deutsche sein. Genauer gesagt in den ganzen zwei Blocks. Wir sind sicher! Vorrücken! Wachsam bleiben! Daniels, wir brauchen noch mal den Werfer. Nicht hinter mir stehen. Kann nicht sehen. Deutsche gegenüber. Ausschalten. Der Ding ist gesperrt. Sie müssen die Leute ausschalten. Kann sie nicht sehen. Und bleiben. Wir auch nicht. Alles sicher! Hier drüben sammeln! Rogers, vorrücken und den nächsten Raum sichern! Ja, Sir! Die Tür ist blockiert! Wir müssen uns durchquetschen! Sieht verdammt eng aus! Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Du hättest weniger Corned Beef essen sollen. Ah, sehr witzig. Scheiße! Scheiße! Hilf mir bitte! Alles gut? Alles gut, danke! Es sind überall Deutsche! Ich sehe ein Schwarze! Sie greifen im Norden an! Sie gehen aus der Deckung! Achtung! Hab ihn!
gleich da drüben. Ruhig bleiben, bis wir sie angreifen. Okay, Bewegung. Die Treppen runter. Ich brauche Munition, Sir. Hier, Private. Daniels, hab einen Verbandkasten. Wo sind Sie, Sergeant? Sind Sie blind? Keine Feinde in Sicht. Sperrt uns den Weg. Wir schieben ihn. Aiello, die Bremse lösen und lenken. Alle anderen, Rücken ran und schieben. Verstanden. Daniels, brauche Hilfe. Ah, elender Bastard! Greifen Sie in den Takt ab. Er hat noch Benzin. Die Batterie funktioniert. Wir brauchen ein Transportmittel. Lieutenant, ich kann ihn überbrücken. Ach, das ist überraschend. Halt Maul, Bubi. Okay, Bewegung! Bereit machen, Jungs.